Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch ja, zu einem neuen Platin-Guide. Diesmal The Languare, The of Love, oder was, ein ungewöhnliches Pärchen findet die Liebe. Puh, langer Titel, ist wie eine kleine Schicht gemacht und ich habe es eben angezockt. Und habe gedacht, scheißegal, du machst nochmal ein Video. Wie schnell ist denn hier Platin drin zu machen? Wie schnell ist hier Platin? Das ist, denke ich mal, ne, die schnellste nicht. Na doch, könnte so ja die schnellste Platin sein, weil wir halt nicht hin und her switchen müssen. Ich zeige euch gleich alles. Wir brauchen nur einen Knopf drücken. Und wenn wir die Einstellung gemacht haben. Also ich denke mal, ist die schnellste und einfachste Platin ever. So, und das werde ich euch jetzt zeigen. Wir starten das Spiel einfach ganz normal. Gleich wird es ziemlich laut werden. Die Anfangsmelodie ist etwas laut. So. Und dann schalten wir das mal auf Deutsch um. So. Wir haben es jetzt auf Deutsch umgeschalten. Jetzt müssen wir die Textgeschwindigkeit auf schnell machen. Den Automodus schnell, Übergänge aktivieren, jeder Text aktivieren und nein, Deutsch ist klar. Dann können wir jetzt hier rausgehen. Zurück. Ich zeige euch mal Extras, wir haben hier wirklich nichts. Hoppala. Also hier ist nichts freischalten. Unten ist auch noch gesperrt. Und hier nochmal rauf. Hier seht ihr es auch. 0 von 15 Trophäen ist alles noch verschlossen. So. Wartet. Ich will mir nur die Stoppuhr noch mit nebenbei stellen. Weil das müssen wir dann mal messen, ob es wirklich die schnellste ist. Stoppuhr. So, Stoppuhr ist an. Wir starten jetzt das Spiel. Also die Einstellungen und so zähle ich nicht zum Platin machen dazu. So. Und jetzt brauchen wir nur R1 drücken. Zack. Und dann werden die Texte, ich brauche nichts drücken, automatisch durchgeskippt. Man hätte auch Auto machen können. Dauert dann halt ein bisschen länger, aber warten jetzt einfach mal. Wir sind jetzt bei 20 Sekunden. Das Spiel hat zwei Bronze, eine Silberne, danach kommen nur noch Gold und die Rest sind Platin. Also dann die letzte ist halt Platin. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn hier schnell eine Platin machbar ist, spielt es durch, lest euch das durch. Ist ein schönes Buch. Also, wirklich eine schöne Story, kann ich euch nur empfehlen. Ist sehr kitschig, sage ich euch gleich, ist sehr, sehr kitschig. Ist halt Japano-Style. Gleich gehen sie an den Strand. Am Strand ist sowas für das Auge. So, jetzt fahren sie an den Strand. Die immer mit den Augen. Ding, 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 ding. Da ist es am Strand. Wir sind jetzt bei 1,5 Minuten und wir sind gleich fertig. Oh, ich halte mich schon mal bereit. So. 1,50. Thank you.
Und das war's. Und geknutscht zum Ende. Bumm. Wir sind im Menü. Gold. Ich habe jetzt schon angehalten. Platin. 2 Minuten 23. Gut, ich habe am Anfang eine Sekunde später raufgedrückt oder zu früh raufgedrückt. Runden wir ab auf 2,22, klingt cooler. Also in 2 Minuten 22 Sekunden Platin, ohne was zu machen. Ist doch geil. Wir können dann danach auch bei Extras rein. Hier Galerie, ist jetzt alles frei. Das sind die Bilder, wenn halt Trophäen kommen. So. Ja, da sind sie dann am Strand und so. Also das könnt ihr euch dann alles nochmal angucken. Musik ist Galerie, Notizen. Ursprünglich wollte ich die Geschichte, wie viel anderen romantisch. Highschool. Ah, hier steht dann auch was dazu. Okay, super. Also werde ich mir nachher mal durchlesen, weil das finde ich schon interessant. Also ist ein schönes Spiel. Ein schnelles Platin. Was soll man dazu noch sagen? Und wie gesagt, wichtig ist halt nur, dass ihr halt darauf achtet, was ihr da einstellt. Ich zeige es euch nochmal. So, Extras. Ach, nicht Extras, bin ich doof. Optionen. Wichtig, macht die Musik leiser. Weil die ist am Anfang sehr laut. Und dann ist halt wichtig, dass ihr bei der Geschwindigkeit vom Text halt volle Pulle macht. Automodus volle Pulle. Und die beiden Sachen müssen an sein. Aktiv. Also Übergänge aktiv und Vorlaufmodus muss auch aktiv sein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das lesen wollt und so und die Story genießen wollt, ihr könntet natürlich auch langsamer machen und dass dann halt alle 10, 20 Sekunden die Seite wechselt. Dann macht das Skip, dann kommt er immer noch zum Lesen, kommt da zum Lesen und so und könnt die Story, kriegt hoch Platin und könnt die Story auch noch genießen. Würde ich euch empfehlen. Also ich habe es teilweise durchgelesen. Aber abends komme ich dann halt nicht mehr so viel zum Lesen, weil das ist dann. Da will ich einfach nur Action haben, um ein bisschen runterzukommen vom Tag. So. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Wirklich eine mega schnelle Platin. In 2 Minuten. Also, wenn man die Einstellung gemacht hat, die zähle ich jetzt aber nicht dazu. Also, Spiel starten, Einstellungen machen, zähle ich nicht dazu. Rein nur das Spiel starten. Also, wenn man dann hier drin ist. Also. Bis es dann los geht zum Platin. Und da in 2 Minuten 22 eine Platin-Trophäe. Oh, man braucht nur einen Knopf drücken. Also bitte, noch einfacher geht's nicht. Link für das Spiel ist unten in der Videobeschreibung. Kostet momentan im Shop, wenn es nicht gerade ein Angebot ist, 9,99 €. Aber ich denke mal, da werden früher oder später auch Angebote kommen. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.